So, Freunde, und damit starten wir jetzt rein mit den Packs und ich würde sagen, wir kommen direkt hier mal mit dem Garantie-Pack um die Ecke. Full-System 1, 2 oder 3. Garantiertes Pack. Come on, ey. Mach den Gönner-Modus an. Erstes Pack. Und wir bekommen Frankreich. Linksverteidiger? Nein. Moment, das... Wait. Oh, Bombastor? Die habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Klar, die Heroes sind natürlich mit dabei. Sie kostet aber halt einfach nur 64.000 Münzen. Wobei, warte mal, die SBC kann doch auch gar nicht so teuer sein. Also 64, okay, ich habe sie noch nicht. Das ist erstmal Punkt 1, Friends. Punkt 1, ich habe sie noch nicht. Sonja Bombastor bei 65.000 Münzen und die SBC bei roundabout 80.000 Münzen. Also, das ist gerade noch so... in Grenzen, sagen wir mal so schön, ja. Das ist jetzt zwar günstiger als die SBC, aber Bombastor als Footies-Version, da sage ich nicht nein zu. Und falls jetzt wieder welche in die Kommentare schreiben, dass da Not Found ist, ich weiß, Freunde, ich könnte das Game neu installieren und dann ist das Not Found weg. Es stört mich halt einfach nur nicht und deshalb lasse ich es einfach sein. Aber ich könnte natürlich auch das Game deinstallieren und neu installieren, dann ist dieser Kartenfehler weg. Bombastor am Start, Friends, wie gesagt, 65.000 Münzen ist sie wert. Eine Karte, die wir noch nicht haben und insofern nehmen wir sie gerne hier auf der Pack Road to Glory sehr gerne mit rein in den Verein. Ja, das hat doch schon mal sehr gut gestartet. Jetzt das 7-5er Pack, bevor wir gleich noch zu weiteren Packs kommen. Moment, Moment. Oh nein, bitte, bitte, bitte diesmal der richtige Company. Oh nein, es ist wieder die Verarsche. Aber dahinter haben wir einen, den wir noch nicht haben. Mit Papa. Oh Mann, wie oft haben wir jetzt eigentlich schon Company als Nicht-Footies-Version gezogen? 20.000 Münzen, ein Papa-Wert? Willst du mich verarschen? Wow, das ist natürlich hart. 96er Papa kostet einfach 20.000. Oh, ist aber ein sehr gutes Pack. Ricken übrigens ja auch. Haben wir schon 2, 3, vielleicht sogar 5-mal als Footies-Version gezogen. Diesmal ist es die andere Version. Und Company again. Ich sage jetzt mal zum 10. Mal. Keine Ahnung, wie oft wir den schon gezogen haben. Ich habe wirklich keine Ahnung. So, Freunde, und wir starten rein. Mit dabei ein 82 plus Player Pick. Mit dem zweiten aber, und da kommen wir ja dann gleich hin, mit einem weiteren Player Pick, und zwar 93 plus. Also hier haben wir Sanchez rein. Das ist leider nichts Besonderes im 82 plus Player Pick. Im 82 plus Player Pick 3 Special Card. Moment, das war ja richtig gut. Das war ja sogar richtig gut. Ich war gerade auf dem falschen Fuß wegen den, wegen der SBC. Del Piero, Trezeguet und jetzt Xabi Alonso hier. Ja, nehmen wir auch natürlich gerne mit. So, jetzt kommen wir aber zum nächsten Footies Garantie Pack. Come on. Please, EA. Give it to us. Es wird. Ja. Oh, Moment. Wait a minute. Doch. Es ist Javi. 97er Javi-Version. Oh, hat sich gehalten. Tatsächlich 310.000 immer noch. Über 300.000 wert. Und du hast ihn noch nicht. Perfekt. Das wäre jetzt meine Angst gewesen. Also, Javi, nächster Win, würde ich an der Stelle sagen. Oder beziehungsweise in Bezug auf die zwei Packs gesehen. Der erste Win hier aus dem Pack. Boah, Freunde, das hat sich doch schon mal auf jeden Fall richtig gelohnt. Und damit gehen wir rein. Und zwar ins nächste. Und da ist auch schon Pack Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3. Vielleicht haben wir ja hiermit jetzt recht. Oh Mann, ich bin gespannt. Wieder so Big Pull wie Javi. Noch teurer? Fragezeichen. TOTT-Version. Oh Mann, das tut natürlich richtig weh. Und dann wird es ein Martinez. Einfach nur, um es zu komplettieren. Ich habe keine Ahnung, was er kostet. 95er rated. 22.000 Münzen. Oh Mann. Da kriegst du da so eine Copa America-Karten. Hast du zum Glück noch nicht am Start. Ah, das ist natürlich schade. Wenn man sieht, vorher Javi und jetzt sowas. Das tut sehr weh. So, und damit kommen wir zum nächsten Pack. Bitte. Yay. Bitte mach den Gönner-Modus an. Einfach wieder den Gönner-Modus anmachen. 1, 2 oder 3. Kein TOTT wollen wir hier sehen, ja? Das ist. Saha. Mal gucken, was Saha preislich noch macht. 50.000 Münzen. 50.000. Saha Premium Version bei 50.000.
1000 Münzen. Also auch leicht günstiger als die SBC. Hoffentlich kein Duplikat. Au. Und wahrscheinlich auch nicht Trades. Oh my good lord. Das ist der Worst Case. Das ist der Worst Case. Bevor es weitergeht, nehmen wir noch einen 94 plus Player Pick hier jetzt mit. Auch hier natürlich Footies wieder inkludiert. Ihr wisst, wie es aussieht. Wir gucken rein, bevor wir gleich in das nächste Upgrade Pack gehen und schauen rein. Ist er gut? Ist er schlecht? Also Player Pick Gamble. Here we go. Come on, ey. Und da geht das Ganze auf mit... Oh my good lord. Mit Valverde einfach. Das wird wahrscheinlich der teuerste sein. Alles andere würde mich irritieren. 839.000. Guimarães. Kann ich mir nicht... Ja, 80.000 nur noch. McTominay ist auch klar. Natürlich nicht teurer. 30.000 und Undav hat er sowieso schon. Also da haben wir den Big Win mit Valverde schon mal am Start. Ist noch knapp unter 900.000. Jetzt bei 850.000 Münzen. Also GG zu Valverde. Big One. 97er Version. Außen 94 plus Player Pick. Nehmen wir gerne mit. So, und hier haben wir das nächste Pack am Start. Footies Team 1, 2 und 3. Ich wiederhole mich. Wieder am Start natürlich. Und jetzt bitte wieder eine Footies Version. Egal aus welchem Team. Erster Linie Footies. Footies, Footies, nochmal Footies. So, da geht das ganze Pack auf und es sieht nach Footies aus. Oder? Wait. Hey, Ericsson. Oh mein Gott, ich befürchte, dass, ich sag mal 40.000. Mal gucken. Ericsson kostet. Hallo? Okay, er will jetzt hier gerade gar nicht. Doch, jetzt. 45.000 Münzen. Tatsächlich, habe ich gut predicted. 45.000 Münzen auch hier wieder leicht runter. Ich meine, sie wird gut zu spielen sein, die Karte. 98 passen haben wir am Start. Wir haben eine 5-Star Ericsson-Karte. Das erstmal vorweg, ja. Oh, du hast ihn auch schon am Start. Oh, das ist... Ah, ich wollte gerade sagen, aber spielbar, du hast ihn schon. Das ist natürlich dann ein richtig schlechter Deal. So, Freunde, und damit hoffe ich, dass ihr den ersten Eindruck gewonnen habt von der neuen Footies Upgrade SBC, von dem neuen Pack. Leider weiß man erst im Nachhinein, war es top oder doch eher Flop. Lasst mir also gerne wissen, ob er reingeht. Ich finde den Preis auf jeden Fall sehr, sehr gut, die SBC. Und klar, man muss jetzt am Ende, ob sie gut oder schlecht war, das ist natürlich logisch. Klar ist auf jeden Fall, dass ihr definitiv mitnehmen solltet, die Objective-Geschichte und auf jeden Fall einmal Peter Crouch. Das ist auf jeden Fall nicht, sollte man nicht links liegen lassen. Ja, sollte man auf jeden Fall definitiv mitnehmen. Ich kümmere euch jetzt hier um den gefühlt 50. Kompanie, den ich hier auf der Road to Glory gezogen habe. Und hoffe, dass ihr auch natürlich morgen wieder zum 19 Uhr Content hier einschaltet. Würde mich extrem freuen und damit bis morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.